Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Gesundheit im Gespräch. Heute mit dem Thema Kopfschmerzen. Ich glaube, es gibt kaum jemanden im Saal, der noch nicht unter Kopfschmerzen gelitten hat, denn Kopfschmerzen und Rückenschmerzen sind die häufigsten Beschwerden von uns Menschen. Und wir wollen uns heute befassen mit den Kopfschmerzen, welche Gründe es dafür gibt, welche Behandlungsformen, wie man Kopfschmerzen vermeiden kann. Und dazu habe ich Ihnen Experten eingeladen, die ich Ihnen jetzt kurz vorstellen möchte. Von links nach rechts darf ich begrüßen Frau Martina Heise-Tonicke. Sie wird die Sendung heute moderieren, ist von der HNA, sie ist Redakteurin und Sie kennen sie sicher schon alle durch ihre Beiträge. Neben Frau Heise-Tonicke darf ich begrüßen Herrn Ralf Enschelmeier. Er ist Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und auch Mitarbeiter des Roten Kreuz Krankenhauses und wird Ihnen auch gleich einige Entspannungsformen zeigen. Daneben begrüße ich recht herzlich Frau Antje Karls. Sie ist Hausärztin, Allgemeinmedizinerin in Velmer. Guten Tag und den Herrn Böger, Andreas Böger, er ist Arzt und Leiter der Schmerzklinik am Roten Kreuz Krankenhaus und last but not least Herrn Christoph Lassek, er ist niedergelassener Neurologe hier in Kassel. Dann haben wir aber noch jemanden und nicht vergessen, sitzt hier unten. Leider nicht auf dem Podium, aber ist Gott sei Dank hier und ich freue mich sehr, liebe Frau Fritsch, dass Sie gekommen sind. Sie vertreten die Selbsthilfe und sind selbst Migränepatientin. Wir werden gleich noch mehr von Ihnen hören. Bedanken möchte ich mich bei all Ihnen, dass Sie gekommen sind heute Abend und Ihre Zeit zur Verfügung stellen. Ich möchte mich aber auch bedanken, links von mir sind die Gebärdendolmetscherinnen, bei den Gebärdendolmetscherinnen, möchte mich bedanken bei unserer Patenschaftskrankenkasse, der IKK Classic. Und sie ist nicht nur eine Kasse, die uns unterstützt, sondern sie hat, wenn Sie gleich hinausgehen, auch noch Unterlagen da, Informationsangebote über unser Jahresthema, die Organspende. Und von daher würde ich Sie, wenn Sie gleich noch ein bisschen Zeit haben, bitten, dort vorbeizugehen. Denn die Organspende kann man ja nur zu Lebzeiten sich darüber informieren und auch darüber entscheiden. Sonst machen es ja Ihre Angehörigen. Dann darf ich mich vorab auch schon bedanken bei der Firma Clip Media, die heute die Sendung aufnimmt. Sie können diese Sendung am nächsten Dienstagabend im offenen Kanal sich anschauen und wenn Sie den offenen Kanal nicht empfangen können, auch im Internet unter gesundheit-im-gespräch.de. Dann möchte ich es nicht versäumen, auch noch Sie heute auf ein Jahresjubiläum hinzuweisen. Also wir wollen das ganze Jahr 25 Jahre erfolgreiches Arbeiten der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe feiern. Da ist die Leiterin heute da, die Frau Janssen. Und vielleicht gehen Sie dann nachher auch noch mal an den Tisch des Gesundheitsamtes. Da ist auch die KIS, die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen. Dann bedanke ich mich zunächst erstmal fürs Zuhören und möchte Ihnen gute Erkenntnisse wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Müller. Sie haben es schon angesprochen, heute Abend sprechen wir über ein tatsächliches Volksleiden. Millionen Menschen leiden unter wiederkehrenden oder chronischen Kopfschmerzen. Und bei der Vorbereitung zu diesem Abend habe ich wirklich darüber gestaunt, dass es tatsächlich mehr als 200 verschiedene Kopfschmerzarten gibt. Ich glaube, auf alle einzugehen würde heute Abend unseren Rahmen sprengen. Aber über die wichtigsten werden wir sehr viel erfahren. Und ich denke auch, dass Sie als Betroffene mit neuem Mut sicherlich auch aus dieser Veranstaltung gehen, weil es doch auch Therapien gibt und Behandlungsmöglichkeiten. Das ist bestimmt die gute Nachricht. Herr Dr. Böger wird uns jetzt in seinem Eröffnungsvortrag erstmal was erzählen über das Thema Kopfschmerzen. Nachher hören wir dann auch noch mal was über Migräne. Vielen Dank.
Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Heise-Tonicke, für die Einführung und für die Einladung an Frau Dr. Müller. Ich wollte Ihnen was erzählen zum Jahr des Drachen. 2012, wussten Sie es, in China Jahr des Drachen? Manche nicken. Warum zeige ich Ihnen diesen Drachen? Schauen Sie mal, der sieht nicht so glücklich aus. Der hat rote Augen und es tränt. Und ich möchte, dass Sie nach unseren Vorträgen wissen, woran der leidet, dass Sie mir helfen können, die Diagnose zu stellen. Denn wir haben 2012 nicht nur Jahr des Drachens, sondern wir haben auch das Jahr des Kopfschmerzes. Das Jahr des Kopfschmerzes ist ausgerufen worden von den internationalen Schmerzorganisationen hier oben, International Association for the Study of Pain und die internationale Kopfschmerzgesellschaft IHS. Und Ziel dieses Jahres ist, dass wir alle Spezialisten besser schulen, also Ärzte, medizinisches Personal, und dass wir Patienten, Betroffene und die Bevölkerung insgesamt gut informieren, was man bei Kopfschmerzen machen kann, diagnostisch und therapeutisch. Und so wie wir jetzt hier sitzen, sitzen praktisch auf der ganzen Welt, so muss man sich das vorstellen, heute oder an anderen Tagen Betroffene, Bürgerinnen, Bürger und Spezialisten zusammen und sprechen über dieses Thema, um einfach diesen Gedanken der Kopfschmerztherapie und Diagnostik nach vorne zu bringen. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, viele von Ihnen sind internetfähig, es gibt entsprechende Seiten bei der Migräne-Liga zum Beispiel, es gibt Seiten für Cluster-Kopfschmerz, es gibt fast für jede Kopfschmerzart eine eigene Selbsthilfegruppe, da kann man sich gut informieren. Und Sie können auch die Klassifikation, auf die ich gleich eingehe, in deutscher Sprache gut im Internet einsehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig geschrieben, aber in der Regel für Laien ganz gut verständlich erklärt. Ziel ist immer, dass Sie auch mit den Spezialisten oder mit Ihren Ärzten immer auf einer gewissen Augenhöhe kommunizieren, denn die sind ja dankbar, wenn Sie ihnen auch die richtigen Informationen geben. Es geht ja schließlich darum, dass wir die korrekte Diagnose stellen, bevor wir anfangen zu behandeln. Jetzt sehen Sie besser? Ich drücke mich an die Seite. Also, diese Einteilung der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft besteht darin, dass man diese ganzen Wust von Erkrankungen, 243 Stück haben wir momentan, einteilt in primäre und sekundäre. Die ersten vier Kapitel, 1-4, sind die primären Kopfschmerzen und die Definition dafür ist, dass die Kopfschmerzen nicht ein Zeichen einer anderen Erkrankung sind, sondern die eigentliche Erkrankung selbst sind und dass man keine Auffälligkeiten findet in den entsprechenden Untersuchungen, wie zum Beispiel Kernspintomographie. Typischerweise primäre Kopfschmerzen sind Spannungskopfschmerz, Migräne, Clusterkopfschmerz und Sie sehen, wenn es weiter runter geht, auch etwas exotisch anmutende Kopfschmerzen, die aber als primär klassifiziert werden, weil sie keine andere Ursache haben. Im Gegensatz, die sekundären Kopfschmerzen sind Kopfschmerzen, die eine andere Ursache haben. Also, wenn Sie Schnupfen haben und Sie haben im Rahmen dieses grippalen Infekts Kopfschmerzen, wäre das ein sekundärer Kopfschmerz. Ja, das ist die Definition. Kapitel 5-13 dieser internationalen Klassifikation gehen nur um sekundäre Kopfschmerzen. Obwohl es aber mehr Kapitel sind, sind es statistisch viel weniger Patienten, die sekundäre Kopfschmerzen haben. Die meisten Patienten, weitaus meisten, 92%, haben die primären Kopfschmerzen. Und das sind die, die ich Ihnen eben genannt habe, Migräne, Spannungskopfschmerz, Clusterkopfschmerz und so weiter. So, wichtig ist immer, wenn ein Arzt einen Patienten sieht, zu schauen, wie diagnostizieren wir, wie stellen wir die richtige Diagnose. Und da sind wir auf die Beschreibung angewiesen. Beschreibung heißt einmal der zeitliche Ablauf, wann kommt es, nachts oder tagsüber, hält so eine Attacke eine Sekunde an oder 10 Minuten oder 3 Tage oder 4 Wochen. Gibt es irgendwelche Begleiterscheinungen wie Ameisenkribbeln zum Beispiel an einem Arm oder im Gesicht? Ist es mehr ein pulsierender Kopfschmerz? Ist es ein Kopfschmerz wie ein Hammerschlag hier abgebildet? Oder ist es ein drückender Schmerz, ein stechender Schmerz wie mit dem Messer? Also sind viele Adjektive, die den Schmerz beschreiben können, die uns als Spezialisten weiterhelfen dabei. Auch Übelkeit und Erbrechen sind typischerweise ja Symptome, die bei manchen Kopfschmerzarten auftreten, bei anderen nicht. Also damit helfen Sie uns schon mal sehr. Noch mehr helfen Sie uns, wenn Sie zum Spezialisten kommen mit einem Kopfschmerzkalender. Das ist jetzt einer von der Deutschen Schmerzliga. Sie können die herunterladen bei denen auf der Homepage. Sie können die in vielen Arztpraxen bekommen. Sie können sie auch bei uns von der Homepage runterladen. Und es gibt verschiedene Typen davon. Aber wichtig ist einfach, dass Sie ankreuzen. Wann ist der Kopfschmerz? Wie lange hat er gedauert? Gibt es Auslöser? Wie ist die Stärke? Wie ist die Qualität? Also pulsierend zum Beispiel, stechend oder drückend. Und wenn wir das haben, dann kommen wir auch zur Diagnose. Sie wissen, was der häufigste Kopfschmerz ist? Wer hat da hinten was gesagt? Ich habe Spannungskopfschmerz gehört. Wer ist für Spannungskopfschmerz? Okay, wer ist für was anderes? Migräne vielleicht? Wer ist für Migräne? Okay, so halb-halb würde ich sagen. Beide haben recht, das ist das Gute.
ist nicht wie im richtigen Leben, wo einer nur recht hat. Beide haben recht, weil Spannungskopfschmerz ist statistisch häufiger in der Bevölkerung. Fast jeder von uns hat mal einen Kopfschmerz, das ist dann Spannungskopfschmerz. Aber in den Schmerzambulanzen überwiegen die Migränepatienten bei weitem. Also der häufigste Grund, zum Kopfschmerzspezialisten zu gehen, ist die Migräne. Ja, jetzt komme ich aber zunächst auf den Spannungskopfschmerz. Der Spannungskopfschmerz unterscheidet sich ganz deutlich von der Migräne. Wir haben einen typischerweise beidseitigen Kopfschmerz, der hat eher ein drückendes oder beengendes Gefühl im Kopf, keinen pulsierenden Schmerz und er ist nicht besonders stark, leicht bis mittelstark. Wenn Sie sich bewegen, wird er in der Regel nicht schlimmer. Das sind ganz klare Kriterien für einen Spannungskopfschmerz und wir unterscheiden dann auch entweder weniger als 15 Tage, dann ist er episodisch, mehr als 15 Tage pro Monat, dann ist er chronisch. Das ist die Unterscheidung vom Spannungskopfschmerz. Und Sie sehen, die Jahre, die man unter einem Kopfschmerz leidet, ist kein Kriterium für die Chronizität. Also wenn Sie 20 Jahre Kopfschmerz haben, heißt es nicht, dass er chronisch ist, sondern die Definition ist diese 15 Tage pro Monat. Sie sehen in dieser Karikatur noch was anderes. Sie sehen, dass Patienten mit Kopfschmerz häufig nicht ernst genommen werden. Ja, es werden also Simulanten hingestellt, weil man sieht es von außen häufig nicht. Und man hat dann Not, sich zu rechtfertigen, warum man mit Kopfschmerzen nicht einsatzfähig ist, zum Beispiel. Grundsätzlich, und das ist ein Schema, was ich immer gerne auch in der Praxis zeige, was man sich gut einprägen kann, gibt es immer vier Möglichkeiten, Kopfschmerzen zu behandeln. Wir haben die Vorbeugung, medikamentös, nicht medikamentös, und wir haben die Attackentherapie, medikamentös, nicht medikamentös. Und das gilt praktisch bei allen Kopfschmerzen, eine Ausnahme zeige ich Ihnen gleich. Beim Spannungskopfschmerz ist es relativ leicht, auch zu wissen, was hilft. Im Akutfall macht jeder von Ihnen was, er nimmt eine Tablette, Aspirin, Ibuprofen, was auch immer. Wenn der Akutfall eintritt, man möchte kein Medikament nehmen, ist es schon schwieriger. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Pfefferminzöl-Einreibungen ausgesprochen gut helfen. Auch eine Entspannungsmethode kann helfen, sagen wir mal progressive Muskelentspannung oder auch eine Qigong-Übung kann helfen. Und bei der Vorbeugung gibt es ebenso Medikamente, wie zum Beispiel Amitriptylin, aber es gibt auch nicht medikamentöse Verfahren, die die Frequenz und die Stärke der Attacken runterreguliert. Dazu gehört zum Beispiel Ausdauersport, dazu gehört Bewegung, generell, ob nun Qigong, Yoga, Entspannungsverfahren und dazu gehören Verhaltensänderungen. Ganz klar, Verhaltensänderung ist eine sehr effektive Methode, die Attackenfrequenz und die Attackenstärke runterzufahren. Was ist das für ein Kopfschmerz? Hier vorne ist die Betroffene. Sagen Sie ruhig, Migräne, wer hat das gesagt? Richtig, warum? Ich sehe es von hier immer nicht so gut. Können wir das Poster vielleicht ein bisschen zur Seite noch machen? Nehmen. Genau, ganz richtig. Also Sie sehen, die Dame hält sich hier die Hand auf die rechte Stirn. Ja. Sie sehen, dass sie hier den Hintergrund auch verschwommen sieht offenbar. Ja. Sie hat sich ins Bett zurückgezogen, weil sie da Besserung vermutet. Das ist auch ein Kriterium dafür. Das Kind muss still sein, das macht sonst Lärm und verstärkt die Kopfschmerzen und alles nervt. Man ist gereizt, ja. Alle, die irgendwas von einem wollen, gehen einem auf den Zeiger. Ganz typisch für eine akute Migräneattacke, haben Sie ganz richtig gesagt. Und auch bei der Migräne gilt wieder diese vier Therapiebausteine, Vorbeugung, medikamentös, nicht medikamentös, Attackentherapie, medikamentös, nicht medikamentös. Da sagt der Kollege Lasse gleich noch was zu. Ich möchte Ihnen nur einen zusätzlichen Baustein noch mit reinbringen, über den wir hinterher diskutieren können. Ganz neu zugelassen seit September 2011 ist die Therapie der chronischen Migräne mit Botox. Sie kennen Botox vielleicht aus der Schönheitsbehandlung. In diesem Fall hat es mit Schönheit nichts zu tun, sondern mit Kopfschmerzen. So, ein ganz häufiger Kopfschmerz, auch in unseren Kopfschmerz-Sprechstunden, ist der sogenannte Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch. Der ist von der Definition ein bisschen schwierig. Es ist im Grunde ja ein sekundärer Kopfschmerz, weil wir eine Ursache haben. Aber die Patienten, die den entwickeln, haben immer einen primären Kopfschmerz. Sie haben eine Migräne oder einen Spannungskopfschmerz oder die haben beide zusammen. Dann versucht man sich zu helfen, indem man in die Apotheke geht und dementsprechend Medikamente kauft und nimmt. Oder der Doktor verschreibt ganz viele Medikamente, man nimmt sie und kommt damit über eine gewisse Schwelle drüber, die dann wiederum den Schmerz verstärkt. Ganz wichtig ist dabei, dass wir uns klar machen, es ist eine Komplikation des ursprünglichen Kopfschmerzes, unter dem wir leiden. Und jedes Medikament, was gegen die akuten Kopfschmerzen genommen wird, kann theoretisch diesen Übergebrauchskopfschmerz auslösen. Und man sagt so, die Linie, wo es anfängt, das sind 10 Tage, an denen Sie Medikamente gegen Kopfschmerz nehmen. Umgekehrt, 20 Tage im Monat sollten Medikamente frei sein. Wenn Sie da drüber sind, haben Sie das Risiko, dass Sie Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entwickeln. Wenn Sie den haben, dann gilt in diesem Fall, ist das die Ausnahme, nicht das Schema, was ich Ihnen gezeigt habe, sondern es gilt,
dass sie vor allen Dingen eine Medikamentenpause machen. Das heißt, sie müssen entziehen, sie müssen Medikamente entziehen, damit sie wieder in einen Status kommen wie vorher, wo sie in Anführungszeichen nur ihren ursprünglichen Kopfschmerz haben. Das kann man ambulant machen, das schaffen viele Patienten nicht, weil der Griff in den Medikamentenschrank liegt nahe. Das kann man in schweren Fällen eben auch stationär machen in einem Kopfschmerzzentrum. Eine Krankheit, die auch häufig bei uns auftritt und wegen der wir auch eine Kooperation mit Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und Zahnärzten immer anstreben, ist die sogenannte kraniomandibuläre Dysfunktion. Das sind Schmerzen, die vom Kiefergelenk ausgehen und in die verschiedensten Regionen ausstrahlen können, Kopf und Nacken. Ursache kann sein, dass es Schmerzen gibt in der Muskulatur des Kauapparates, dass es eine Verlagerung der Knorpelscheibe hier gibt im Kiefergelenk. Das muss aber jemand rausfinden, der sich damit auskennt. Das können die normalen Ärzte nicht, das können Zahnärzte oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen. Und da muss man gucken, was ist wirklich die Ursache für die Schmerzen. Gibt es vielleicht eine Verstärkung der ursprünglich vorhandenen Migräne durch etwas, was vom Kauapparat kommt? Und dann muss man getrennt oder zusammen behandeln. Das ist also relativ schwierig, da zu schauen, was ist für was verantwortlich. Andere seltenere Kopfschmerzarten, dass ihr die mal gehört haben, vielleicht sind einige Betroffene auch im Saal, das sind primäre Kopfschmerz beim Cluster, ja, das ist eine Krankheit mit sehr starken Schmerzen, die auch Migräne des Mannes genannt wird, weil es häufig Männer trifft, sind starke stechende Schmerzen im Bereich eines Auges. Das Auge ist rot dabei, ist häufig verkleinert, das Lid hängt runter und es tränt. Häufig läuft auch die Nase dabei. Und diese Schmerzen sind so stark, dass die Patienten manchmal den Lebensmut verlieren. Und die Trigeminusneuralgie, das ist eine sekundäre Kopfschmerzart, weil es eine Ursache gibt. Man kennt die Ursache. Da wird der Trigeminusnerv, das ist der Gesichtsnerv am Hirnstamm, gedrückt von einem Gefäß. Und das kann Schmerzen in diesen drei Versorgungsgebieten, die hier farblich unterschiedlich gemalt sind, auslösen. Krankheiten, die relativ selten sind, bei uns als Spezialisten wiederum nicht so selten auftreten. Jetzt ist die Frage, wer hilft mir mit meinen Kopfschmerzen? Zunächst haben wir den Hausarzt, die Hausärztin mit der Lotsenfunktion. Das heißt, Sie sollten immer, wenn Sie irgendwas Neues haben, zum Hausarzt gehen und sagen, hier, wer kann mir helfen, was denken Sie, was können wir machen? In unkomplizierten Fällen weiß der Hausarzt, weiß die Hausärztin gut Bescheid und kann Ihnen gut helfen. In anderen Fällen wird es eine Überweisung ausstellen zum Neurologen. Bei Kopfschmerzen in erster Linie Neurologe. Und wenn das dann zu kompliziert wird, wenn man dann auch nochmal gucken muss, welche anderen Methoden kann man vielleicht mit ins Feld führen, dann ist die Überweisung an ein Kopfschmerzzentrum sicherlich gerechtfertigt. Ein Kopfschmerzzentrum ist immer interdisziplinär aufgestellt, sonst hat es diesen Namen nicht verdient. Kopfschmerzzentrum heißt, wir haben Spezialisten, die von verschiedenen Seiten gucken und Sie sehen auf diesem Bild, warum. Ja, hier ist einmal, der hat nur diese Blickwinkel hier, der sagt, das ist hier eine Schlange. Der fasst hier unten an und sagt, das muss ein Baum sein. Und der hier hinten guckt den Schwanz an und sagt, das ist ein Zweig. Und genauso sind wir Ärzte natürlich auch in unserem Fachgebiet verhaftet. Und nur wenn diese Leute von verschiedenen Seiten gucken und miteinander reden, und mit dem Patienten reden natürlich, dann kommen wir in eine Situation, wo wir eine ganzheitliche Therapie beginnen können. Und deswegen ist in schwierigen Fällen ein Schmerzzentrum sicherlich eine gute Wahl, weil da eben verschiedene Fachdisziplinen gut zusammenarbeiten. Wenn ein Kopfschmerzpatient zu uns kommt in ein Kopfschmerzzentrum, dann heißt das nicht, dass er nach 3 Tagen schmerzfrei ist. Deswegen habe ich die Folie mit reingenommen. Es ist ein andauernder Prozess. Wer von Ihnen im Qualitätsmanagement arbeitet, kennt das im Grunde. Das ist das Plan, Check, Do, Act. Und es ist ein Prozess, wo wir immer wieder schauen, was kann man justieren, was kann man verbessern, was kann man an medikamentösen Maßnahmen machen, was kann man an nicht medikamentösen Maßnahmen machen und immer wieder überprüft. Ich sage den Kopfschmerzpatienten häufig, geben Sie uns ein Jahr. Wenn die in einer ganz schweren Phase sind, haben wir vielleicht in einem Jahr eine Situation, die deutlich Erleichterung bringt. Aber es dauert seine Zeit. Man kann nicht erwarten, dass ein lange dauernder Schmerz schon nach wenigen Wochen mit irgendeiner Wundertherapie geheilt ist. Was es für Therapien gibt, nicht medikamentös, habe ich hier kurz angeführt. Wir zeigen auch noch einen Film gleich, wir können auch darüber diskutieren noch. Akupunktur ist eine gut untersuchte Methode, die auch wir anwenden, viele niedergelassene Kollegen ebenfalls. Biofeedback ist eine sehr schöne Methode, im Grunde nenne ich das immer eine Krücke für uns Menschen der westlichen Zivilisation, eine Krücke, mit der wir unseren Körper wieder spüren. Das ist also keine Maschine, die den Schmerz wegmacht, sondern es ist eine Methode, mit der wir unsere Körperwahrnehmung über den Computer zurückgemeldet kriegen. Das zeigen wir Ihnen gleich nochmal im Video. Gerade bei Patienten mit Migräne eine sehr schöne Methode, wo sie den Durchmesser der Gefäße dargestellt auf dem Bildschirm variieren können mit Willenskraft. Das heißt nicht, dass Sie sofort schmerzfrei werden, aber Sie bekommen etwas an die Hand, wo Sie aktiv gegen eine Migräneattacke angehen können.
Und was immer wichtig ist, nicht medikamentös, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ausdauersport sehr gut untersucht. Genauso können Sie natürlich Yoga-Übungen machen, Sie können Qigong machen, Sie können alles Mögliche machen, was Ihnen gut tut. Da müssen Sie ein Gefühl für Ihren Körper bekommen. Und Sie müssen schauen, ist es notwendig, mein Verhalten zu ändern. Wenn ich einen unregelmäßigen Schlafwachrhythmus habe, wenn ich vielleicht in ungünstigen Beziehungen lebe, wenn ich einen ungünstigen Arbeitsplatz habe, wo ich gemobbt werde, sind das natürlich Risikofaktoren, dass der Kopfschmerz, den ich ohnehin habe, schlimmer wird. Deswegen ganz wichtig. Was unser Idealbild ist, ist immer, dass wir im Verlauf der Erkrankung, hier sind wir Stunde Null sozusagen und hier im weiteren Verlauf der Chronifizierung, möglichst immer weniger medikamentöse und symptomatische Maßnahmen ergreifen. Dass Sie als Patient aktiv werden und immer mehr nicht medikamentöse Maßnahmen selbst übernehmen, sodass wir die Medikamente auch runterfahren können langfristig. Das heißt, wir wollen nicht, dass jemand Medikamente nimmt, von uns 25 Pillen kriegt und dann im Laufe der Behandlung diese Medikamente immer weiter nimmt, sondern es soll weniger werden. Sie sollen immer mehr Kompetenzen selbst übernehmen, mehr ändern in ihrem Leben, damit wir die Medikamente runtersetzen können. So, das ist schon das letzte Bild. Können Sie mir helfen, woran leidet der kleine Drache, an welchem Kopfschmerz? Bitte? Cluster. Ist richtig, aber es waren beide Augen betroffen. Das ist ein bisschen untypisch. Ich habe aber kein Bild gefunden, wo ein Drache nur ein rotes Auge hatte. Hätte ich nachkorrigieren müssen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Böger. Wir haben Ihnen noch ein kleines Video mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Wir haben solche kürzeren Beiträge auch auf HNA Online. Wir produzieren selber solche Gesundheitsvideos. Und zufällig hatten wir schon mal eins gemacht über diese Biofeedback-Methode, von der Herr Dr. Böger eben gesprochen hat. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Geschichte, weil sie ja auch das Körperempfinden schult und auch im Grunde so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe ist. Wir haben Ihnen das mal mitgebracht und wollen Ihnen das mal kurz vorstellen und hoffen, dass das jetzt auch technisch klappt. Körperliche Prozesse sichtbar machen und damit beeinflussen können, das ist keine Hexerei, sondern ein anerkanntes medizinisches Verfahren. Biofeedback heißt die Methode, mit der über Elektroden beispielsweise die Muskelanspannung gemessen werden kann. Und das bringt viele Vorteile mit sich, gerade in der psychosomatischen Medizin. Unter Biofeedback versteht man die Rückmeldung biologischer Signale. Das heißt, den Patienten wird visualisiert, wie ihr Körper auf bestimmte Reize reagiert. Dazu werden dem Patienten 3 Elektroden in den Nacken und jeweils eine an Zeige- und Mittelfinger geklebt. Ein Computerprogramm leitet über diese Verbindung die verschiedenen Körpersignale ab, Muskelspannung etwa, und stellt sie grafisch dar. Also es gibt 2 Möglichkeiten, wo das Biofeedback genutzt wird. Einmal zu diagnostischen Zwecken, um zu schauen, wo der Widerstand im Moment ist, ob zum Beispiel die Muskelanspannung erhöht ist oder ob sie normal ist. Oder eben auch für therapeutische Zwecke, dass man eben zum Beispiel unter Biofeedback mit dem Patienten Entspannungsübungen durchführt. Und mit dieser Methode kann einer ganzen Reihe von Patienten effektiv geholfen werden. Es können im Prinzip alle bekommen, vorrangig eingesetzt wird es aber bei Schmerzpatienten, also gerade wenn Muskelspannung oder Schmerzen eine große Rolle spielen, dass man mit dem Patienten mal schaut und ihm visualisiert, wie angespannt die Muskulatur ist. Das gilt für Migränepatienten genauso wie für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Im Prinzip ist es also ganz einfach. Die Ursache für Symptome wird in Körperprozessen gesucht, die wir normalerweise willentlich nicht beeinflussen können. Mit der Biofeedback-Messung werden sie sichtbar und somit für den Therapeuten beeinflussbar gemacht. Das war vielleicht nochmal so ein bisschen anschaulich. Wir haben jetzt schon einiges auch gehört über Migräne. Wir haben aber auch gehört, dass das im Grunde auch ein Hauptthema ist bei Kopfschmerzen. Herr Lasek, Sie haben uns dazu auch nochmal einen Vortrag mitgebracht. So, ich möchte Ihnen zunächst was erzählen über gesundheitsökonomische Aspekte. Ganz kurz,
funktioniert nur leider nicht. Kleinen Augenblick. Kopfschmerzen sind was sehr Häufiges. Das hat Dr. Böger Ihnen bereits berichtet. 80% der Menschen haben irgendwann im Leben längere Zeit Kopfschmerzen. Und Kopfschmerzen sind auch was sehr Teures. Ja, Sie sehen da die Kosten, die Zahlen sind relativ alt. Die haben sich aber überhaupt nicht geändert, das ist eher mehr geworden. 7 Milliarden Euro indirekte Kosten durch Kopfschmerzen. Was wird das hauptsächlich sein? Arbeitsunfähigkeit, ganz klar. Ja, da wünschen wir uns auch manchmal, dass die Krankenkassen vielleicht auch mehr Anstrengungen unternehmen, Kopfschmerzpatienten besser zu behandeln. Es gibt integrierte Versorgungskonzepte. Ich kenne nur eins in Nordrhein-Westfalen. Also eine direkte Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Kliniken, ja, die auch von den Krankenkassen organisiert werden. Leider besteht da meiner Ansicht nach noch erheblicher Handlungsbedarf. Als nächstes, sozusagen als Übergang zur Migräne, wollte ich Ihnen gerne mal ein Video zeigen. Habe ich nur ganz kurz aufgenommen. Mal sehen, ob es funktioniert. Es gibt 37 Arten von Kopfschmerzen, die Sie selbst behandeln können. Für alle. Aus urheberrechtlichen Gründen habe ich es damit beendet. Ja. Präparate wollen wir hier nicht nennen. 37 Arten von Kopfschmerzen, die Sie selbst behandeln können. Wir können ja jetzt wieder die Koffer packen und nach Hause gehen eigentlich. Ist das wirklich so? Eher nicht, muss man sagen. Ja? Dr. Böger hat es ja schon gesagt, es gibt auch sekundäre Kopfschmerzformen. Und wenn Sie so eine Kopfschmerzursache haben, nicht zum Arzt gehen oder ein Medikament nehmen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Behandlung. Ja? Also Sie sehen hier ein Schnittbild vom Kopf, eine Computertomographie. Und hier ist dann eben eine Gehirnblutung die Ursache für Kopfschmerzen. Das ist natürlich selten, ja? Aber da eine Tablette einzunehmen, ist wahrscheinlich nicht ausreichend. Ja? Oder so etwas, ein Gehirntumor, auch der kann Kopfschmerzen machen. Ja? Das sind natürlich gewisse Symptome, die darauf hinweisen, der Patient verändert sich hirnorganisch, wie wir es nennen, der ist verlangsamt, der hat nicht nur Kopfschmerzen in der Regel, der hat auch deutlich mehr. Das soll jetzt nicht heißen, dass jeder Kopfschmerzpatient so etwas hat. Ja? Ich will Ihnen da keine Angst machen, das ist was Seltenes. Aber daran sieht man, dass Kopfschmerzen eben auch einer Diagnostik bedürfen in der Regel. Gut, Dr. Böger hat schon gesagt, es gibt primäre Kopfschmerzen und sekundäre Kopfschmerzen. Wie kriegen wir das raus? Was sind das für Kopfschmerzen? Auch da hat er schon das so ein bisschen erzählt. Das Wichtigste ist die Kopfschmerzanamnese. Wir können quasi zu 90% die Kopfschmerzen diagnostizieren anhand der Kopfschmerzanamnese. Ja, wir müssen natürlich auch wissen, was nimmt der Patient für Medikamente ein, ja, auch was hat er sonst noch für Krankheiten, auch Medikamente können Kopfschmerzen machen und wir müssen den Patienten untersuchen, das ist was ganz Einfaches mit dem Hämmerchen. Bei uns wundern sich die Kopfschmerzpatienten immer so ein bisschen, wenn sie dann auch die Hose ausziehen müssen, sagen, ich habe doch Kopfschmerzen, ja, aber die neurologischen Untersuchungen, auch die Reflexe sind sehr wichtig, gerade um auch symptomatische Kopfschmerzen zu erkennen. Wie geht so eine Kopfschmerzanamnese? Dr. Böger hat es ja schon so ein bisschen erzählt. Ist eigentlich relativ einfach. Man stellt ganz viele Fragen und die ist das Wichtigste. Es dauert aber letztendlich nur 10 Minuten vielleicht. Wo ist der Kopfschmerz lokalisiert? Ist er im ganzen Kopf? Ist er rechts oder links? Ist er hinten? Bioccipital, wie wir das nennen. Wie lange dauert er? Für Sekunden einschießend? Oder dauert er einen halben Tag oder einen Tag? Wie häufig habe ich Attacken im Monat? Was gibt es für Begleitsymptome, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und so weiter, haben wir schon besprochen. Was nehme ich für Medikamente ein? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so ein Original-Kopfschmerzkalender, den die Patienten dann auch mitbringen. Den habe ich einfach mal abfotografiert. Da können wir uns ein Bild machen, übrigens auch über die Medikamenteneinnahme, weil die Patienten häufig selber überhaupt nicht mehr überblicken, wie viele Kopfschmerztabletten sie einnehmen. Ja, und da sehen wir relativ schnell, wie häufig nimmt der Patient Medikamente, besteht die Gefahr eines Analgetika oder Kopfschmerzmittel verursachten Kopfschmerzes. Also dieser Kopfschmerzkalender, er hat es ja schon gesagt, ist ein ganz wichtiger Baustein für uns. Und in der Regel, wenn ein Patient Kopfschmerzen hat, gerade Migräne, bekommt er den dann von uns auch ausgehändigt.
Ich wollte jetzt mal anhand der Migräne durchgehen. Die Diagnose kann man recht gut stellen. Das sind zwar einzelne Bausteine, aber wenn mehrere dieser Bausteine erfüllt sind, dann kann man schon von der Migräne ausgehen. Die Migräne ist meist einseitig, nicht immer, aber meistens. Dauert mindestens einige Stunden, manchmal auch 3 Tage. Es gibt auch einen Status Migrinosus. Es kann auch mal eine Woche dauern, die Migräne. Ja. Häufig Begleitsymptome, es muss aber nicht alles erfüllt sein. Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und so weiter, geräuschempfindlich. Typisch ist auch diese Rückzugstendenz. Ja, der Patient macht die Augen zu, legt sich ins Bett. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für uns, ja, um eine Migräne zu diagnostizieren. Und 10-15% der Patienten haben eine Aura, also Vorbotensymptome vor der Migräne. Braucht ein Patient mit einer typischen Migräne eine Bildgebung vom Kopf? Was denken Sie? Wer dafür, dass man da ein Bild machen muss? Der kommt zum ersten Mal in die Praxis. Würden Sie denken, dass er da ein Bild braucht? Wer ist dafür? Sind alle vernünftig, ja? Oder trauen sich jetzt nicht? Ich weiß es nicht. Wenn die typischen Kriterien für eine Migräne erfüllt sind, dann brauchen Sie keine zerebrale Bildgebung. Es gibt eine einzige Ausnahme. Wann macht man ein Bild? Wenn der Patient ganz große Ängste hat. Es ist ja heutzutage schon so, dass die Patienten leider weniger Vertrauen in das Hämmerchen des Neurologen haben manchmal und in die Kopfschmerzanamnese, sondern die wollen es schwarz auf weiß sehen. Ja, ich habe keinen Hirntumor oder eine Hirnblutung. Und das wäre auch eine Indikation, wenn die Ängste den Patienten wirklich unruhig machen, sozusagen eine nicht-medizinische Indikation, auch einmalig ein Bild vom Kopf zu machen. Aber sonst braucht man bei der typischen Migräne kein Bild vom Kopf. Ja, das muss ein Patient natürlich vernünftig erklären, sonst denkt er, wieso schickt er mich jetzt nicht in die Röhre? Ja? Gut, jetzt haben wir die Migräne diagnostiziert. Wie therapieren wir es? Dr. Böger hat es ja schon angesprochen. Es gibt Allgemeinmaßnahmen, die unterscheiden sich teilweise auch gar nicht so sehr vom Spannungskopfschmerz. Ja? Die jungen Damen sitzen vor mir. Ich frage, machen sie Sport? Nö. Typische Kombination. Nächste Frage, rauchen Sie? Ja. Ja, das sind so die typischen Angaben, die Patienten eben sehr häufig machen. Eben kein Sport und Nikotin. Nikotin ist auch nicht gut für Kopfschmerzen, leider. Also Sport, regelmäßig Ausdauersport. Tagesablauf hat er auch schon gesagt. Zum Beispiel auch die Leute, die, so wie ich leider auch, in der Woche 10 Liter Kaffee trinken und am Wochenende auf einmal nicht mehr. Ja. Auch das kann Kopfschmerzen verursachen, begünstigt auch die Migräne. Also ein regelmäßiger Tagesablauf macht schon Sinn. Vermeidung von Auslösefaktoren, gibt es ja immer die Geschichten Rotwein, Käse, Schokolade. Zu unserer allgemeinen Erleichterung muss man sagen, dass die häufig keine große Rolle spielen. Das muss man selber dann mal ausprobieren. Bei den allermeisten Patienten muss man sagen, löst das keine Migräneattacken aus. Ja, also kann man die Schokolade ruhig auch weiterfuttern. Entspannungstechniken machen auch noch Sinn. Progressive Muskelrelaxation zum Beispiel kann man empfehlen. Die kann man auch relativ gut, ohne dass man einen Kurs besucht, selbst lernen. Das ist der Vorteil. Ja? Kopfschmerzkalender haben wir besprochen. Das sind so die Allgemeinmaßnahmen, die erstmal so empfohlen werden. Was nimmt der Patient akut? Ist auch relativ einfach. Ja? Gegen die Übelkeit, Medikament, ja. Vielleicht mit ein bisschen Vorlauf und dann bei leichten Migräneattacken reicht manchmal auch schon eine Tablette ASS. Auf die Gefahr eines Analgetika-induzierten Kopfschmerzes muss man Patienten natürlich informieren. Ja. Als nächster Schritt, wenn die Migräneattacke schwerer ist und das ASS eben nicht reicht, ein Triptan. Und es kommen leider immer noch Patienten zu uns, die 10 Jahre Migräne haben, ganz schwer leiden, teilweise arbeitsunfähig sind, die vom Triptan noch nie was gehört haben. Ja. Muss man Angst vor dem Triptan haben? Das ist also eine spezielle Migränetablette auf Rezept. Manche Patienten haben das, ja, weil es ist ja auf Rezept und es wirkt ja wesentlich besser. Also muss es doch viel mehr Nebenwirkungen haben. Ja. Die Angst kann man dem Patienten aber eigentlich nehmen. Ja. Wenn Sie statt einem Triptan sich am Tag 4-5 Tabletten ASS einnehmen, ja, haben Sie natürlich zum Beispiel bezüglich des Magens und so weiter viel mehr Nebenwirkungen, als wenn Sie eine Tablette vom Triptan nehmen. Ja? Also man muss da keine große Besorgnis haben. Wichtig ist, dass man die Tablette möglichst zu Beginn der Kopfschmerzen nimmt. Ja? Es ist nachgewiesen, wenn Sie 3 Stunden Migräne haben und nehmen dann erst Ihre Medikation, dass die deutlich schlechter wirkt, also möglichst früh. Ja? Auch darüber müssen wir den Patienten
informieren. Ausnahme für die Akuttherapie ist der Status Migrinosus, relativ selten. Das ist, wenn die Migräneattacke lange dauert, bis zu einer Woche. Der Patient kommt zu Ihnen, hat schon Ibuprofen und ASS und ein Triptan genommen oder auch mehrere und leidet extrem. Man sieht das dem Patienten wirklich an. Da hilft letztendlich nur eine Infusion, die hilft aber häufig sehr gut dann. Ja, Patienten kriegen Cortison zum Beispiel infundiert und damit kann man dem Patienten gut helfen. Was gibt es jetzt als Vorbeugung? Ist erstmal schwierig, Migräneprophylaxe. Ja? Wann nimmt man das? Da muss natürlich eine gewisse Schwelle geben. Man kann nicht jedem Migränepatienten medikamentöse Prophylaxe empfehlen. Sie haben eine 20-jährige junge Dame und sagen der jetzt, Sie müssen hier schon anfangen und ihr Pillendöschen mit dabei haben. Das ist ja eine schwierige Situation. Aber wenn die Patienten häufige Attacken haben, lange Attacken haben oder wegen ihrer Attacken ganz viele Medikamente einnehmen, ja, dann ist das ein guter Grund, eine Migräneprophylaxe zu beginnen. Ja, auch wenn man dann jeden Tag eine Tablette nehmen muss. Was ist das Ziel? Das muss man dem Patient auch sagen. Der Patient kann nicht erwarten, wenn er eine Migräneprophylaxe macht, medikamentös, jeden Tag Tabletten schluckt, dass die Migräne dann vollständig verschwindet. Aber die Attacken sollten weniger werden, von der Frequenz her, von der Häufigkeit. Die Attacken sollten nicht mehr so stark sein, möglichst. Und die Attacken sollten möglicherweise kürzer werden. Um das überhaupt nachzuweisen, ist es wichtig, den Kopfschmerzkalender weiterzuführen, weil dann können wir sehen, wie war es vorher, wie war es nachher. Gut. Das ist eigentlich schon das, was ich jetzt erstmal nur zur Migräne erzählen wollte. Und bin jetzt auch schon am Ende. Fragen? Die Fragen heben Sie sich bitte auf. Genau. Ja. Wir machen jetzt erstmal so eine Art Vortragsrunde und wie gesagt, heben Sie sich bitte Ihre Fragen auf. Die sammeln wir dann am Ende. Das macht es uns etwas leichter, das nachher auch aufzuzeichnen, weil wir dann mit der Kamera umschwenken müssen. Das hat einzig und allein diesen Grund. Aber Sie werden Ihre Fragen los, ich verspreche es Ihnen. Ja? Okay, jetzt haben wir ja schon zwei Spezialisten gehört, was Kopfschmerzen und Migräne angeht. Nicht immer ist man natürlich so, oder manchmal tritt das einmal auf, oder ich habe das dann öfter mal oder habe eine Woche Kopfschmerzen und ich renne ja nicht gleich zum Arzt damit. Aber irgendwann ist vielleicht der Leidensdruck zu groß, dann gehe ich zum Hausarzt oder zu meiner Hausärztin. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel mit anhaltenden Kopfschmerzen zu Ihnen kommen würde, was würden Sie denn dann mit mir anstellen, Frau Karls? So, als allererstes sollte man wissen, dass jeder, der kommt, zumindest einen Grund hat und das ist ein hoher Leidensdruck. Also die Patienten, die ab und zu mal ein bisschen Kopfschmerzen haben, die werden bei uns gar nicht erscheinen. Also sollte man jeden, der kommt, auch ernst nehmen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich denke, dass die Aufgabe von uns Hausärzten eigentlich ist, zu entschleunigen und erstmal den Leuten auch zuzuhören. Also häufig erklärt sich ganz vieles durch die Lebensumstände, dass man mitkriegt, dass da gerade eine Ehekrise ist, weil man kennt seine Patienten lange, dass man mitkriegt, dass da halt irgendwie Nachtschichten gefahren werden müssen zusätzlich, weil finanzielle Probleme aufgetreten sind oder solche Dinge und die Leute aus diesem Grunde wirklich einen sehr unregelmäßigen Lebenszyklus fahren. Und häufig erklärt sich damit alles und man kann die Leute auch wirklich beruhigen. Ja, und dann, wenn man dann gut zugehört hat, dann findet man häufig leider auch andere Gründe. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, zu gucken, wo dieser Kopfschmerz herkommen könnte und dann diese sogenannte Lotsenfunktion zu übernehmen und zu sagen, das ist noch das, was wir als banal erklären, zwar für die Leute mit hohem Leidensdruck verbunden ist, aber zumindest kein großes Risiko oder keine lebensbedrohliche Erkrankung darstellt. Und diese Leute können wir halt dann versuchen zu führen, auch weg von Medikamenten zu bringen, was wir jetzt alles gehört haben. Versuchen, irgendwie einen regelmäßigen Lebenszyklus einzuhalten, sich gesund zu ernähren, einfach ein bisschen Ruhe ins Leben zu bringen. Man kann den guten Tipp zu geben, etwas zu ändern, was ja häufig gar nicht funktioniert. Ja, das muss man leider auch sagen, wir leben in einer schnellen Zeit. Und wenn das alles nicht hilft und man hat das Gefühl, die Patienten haben wirklich eine spezielle Therapie notwendig, dann folgt von uns die Überweisung zu den Herren, die hier neben mir sitzen.
Und ja. Zu den Sachen, die man dann erstmal erklärt, ist was ganz Banales. Häufig ist zum Beispiel hoher Blutdruck. Ja? Da würde man halt einfach mal eine Blutdruckmessung machen und wenn man feststellt, dass die Patienten hohen Blutdruck haben, ist das häufig schon eine Erklärung. Das ist dann meistens ein Kopfschmerzen, Drücken, das geben die auch an bis in die Augen rein und dann haben wir einen Blutdruckwert und der sagt uns auch noch nicht alles, weil häufig sind sie nur einfach aufgeregt, weil sie vor einem sitzen. Und wir bieten dann zum Beispiel dann erstmal an eine Langzeitblutdruckmessung, um festzustellen, ob das wirklich ein Problem darstellt oder auch nur situativ ist und dann halt zum Beispiel über diesen Weg zu klären. Also da gibt es halt verschiedene Gründe. Mhm. Ja. Oder orthopädische Probleme zum Beispiel. Ja, orthopädische Probleme, wenn die Leute Schmerzen in Halswirbelsäule haben, wenn sie so den Kopf nicht mehr drehen können. Also es gibt viele Gründe, aber die meisten haben wir jetzt hier schon genannt bekommen. Ne? Ja, darum ist dann häufig, also auch bei den chronischen Patienten oder die eben besonders betroffen sind mit wiederkehrenden Problemen, dann eben dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten so wichtig, wie es ja dann auch in so einem Kopfschmerzzentrum passiert oder dass sie dann eben mit verschiedenen Kollegen zusammenarbeiten, einfach um zu gucken. Also manchmal ist ja auch der Zahnarzt, dann ist es die Wurzel oder so weiter, muss man halt genau hingucken. Also wenn die Leute halt, nachts knirschen, dann kann man zum Beispiel erstmal sagen, gehen Sie mal zum Zahnarzt, lassen Sie mal Ihre Zähne angucken und dann kann man halt so Triggerpunkte auslösen, also das hatte der Kollege ja auch schon erzählt und kann halt versuchen, ob das über die Schiene gibt. Es gibt viele, viele Gründe für Kopfschmerzen, aber wichtig ist immer, die Leute, die zu uns kommen, die haben ein ernstes Problem, sonst würden sie nicht kommen. Trotzdem manchmal, also jetzt mal für alle die vielleicht nicht so ein ernstes Problem haben, gibt es denn, Sie haben schon gesagt, es gibt so Hausmittelchen wie dieses japanische Heilpflanzenöl, da schwöre ich auch drauf, das macht man sich so auf die Schläfen. Akupunktur hilft, glaube ich, auch ganz gut. Ne? Das ist ja jetzt kein Hausmittelchen, aber gibt es denn noch so Dinge, die vielleicht helfen und die wichtig sind, wo man sich mitunter auch, wenn es einen dann auch mal erwischt, helfen kann? Oder auf was muss man achten, dass man zum Beispiel genügend trinkt oder genügend schläft? Ja, also es gibt also erstmal diese sogenannte allgemeine Lebensführung. Das fängt schon so banal an, dass Leute halt nachts ihre Heizung ausdrehen, wenn es im Winter halt ist und dass sie die Fenster mal aufmachen. Also wirklich banale Dinge, die morgens mit Kopfschmerzen aufwachen, weil sie durchgeheizt haben. Also das darf man zwar nicht laut sagen, aber es kommt häufig vor. Dann geht es halt los mit falschen Kopfkissen, weil sie sich halt gerade irgendwie haben beschwatzen lassen und sich irgendwie so ein besonderes, tolles Kopfkissen, wo sie dann mit steiler Haltung schlafen. Also gerade wenn nachts Kopfschmerzen oder morgens auftreten, sind es häufig wirklich schlechte Matratzen, also dass man auch mal an solche Dinge denken kann. Schlecht sitzende Prothesen, die halt, also wo die Leute halt dann wo auch Probleme haben, gerade wenn sie abgenommen haben im Alter. Also es gibt sehr viele, viele verschiedene Gründe. Oder halt Computerarbeit, wo die Leute dann nur noch so sitzen und halt versteifte Wirbelsäule haben. Also gibt es viele Gründe und was man als Therapien machen kann, ist halt häufig wirklich rausgehen, Bewegung. Ja, auch wenn man das oft nicht so gerne gesagt bekommt. Die meisten Leute wünschen Massage und möglichst wenig Eigenarbeit. Und halt, wie gesagt, diese Sachen wie Flüssigkeit ist sehr wichtig. Das muss man den älteren Herrschaften häufig auch sagen, die dann Kopfschmerzen kriegen, weil sie nur noch 1/4 Liter pro Tag trinken. Also das ist so multifaktoriell, das kommt so ein bisschen auf den Einzelfall an. Kommt es eigentlich häufig vor, so bei Ihnen in der Praxis, dass Patienten kommen, wo Sie dann irgendwo herausfinden, die haben jetzt vielleicht schon so einen medikamentenabhängigen Kopfschmerz entwickelt, weil sie vielleicht die ganze Zeit schon, weil vielleicht der Stress so groß war oder so, Schmerzmittel genommen haben? Ja, ich glaube, der Griff zur Tablette ist halt sehr schnell und wir wollen ja alle funktionieren und eben mal schnell eine Tablette nehmen, das geht ganz leicht und das geht auch für viele Leute ganz, ganz selbstverständlich. Die werden ja auch beworben inzwischen. Also viele Tabletten sind inzwischen rezeptfrei, Paracetamol einfach so, wie wird morgens zum Frühstück genommen. Also, und wenn man fragt, wie viele Tabletten nehmen Sie denn überhaupt, dann können Sie einem schon gar keine richtigen Angaben mehr machen. Das ist schon sehr, sehr häufig. Und das liegt auch daran, dass halt Funktion wichtig ist im Leben. Ne? Also der Arbeitsplatz ist nicht mehr so sicher und viele Leute greifen dann immer schnell zu den Tabletten, um auch wirklich zur Arbeit gehen zu können. Also müssen wir alle auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser auf uns aufpassen. Das stimmt. Ja. Ja, und wir wollen Ihnen mal zeigen, wie das geht, dass man so ein bisschen besser auf sich aufpasst und was für sich tut. Herr Entchenmeier, Sie sind Experte in Tai Chi und Qigong. Sie waren jetzt gerade wieder in China, haben da auch neue Erkenntnisse mitgebracht und die wollen so ein kleines Stückchen mit uns teilen. Das ist ganz nett. Und wer mitmachen mag, der macht jetzt einfach mit. Ja, sehr gerne. Wer möchte, kann aufstehen und dann bewegen wir uns gleich ein bisschen, um den ersten Teil schon mal zu machen. Wir gehen in die Bewegung und Qigong ist ja eigentlich auch eine Übung,
nicht, wenn man krank ist, sondern dass man erst gar nicht krank wird. Das ist eigentlich der Sinn. Ja, die alten Qigong-Lehrer haben von Tieren viel abgeguckt, da gibt es Tierübungen. Die modernen gucken eher von Haustieren ab. Und wenn man jetzt so die Hunde anguckt, wenn die lang geschlafen haben, haben schlecht geträumt, die machen als erstes Mal, schütteln sie sich ordentlich aus. Und so kriegt man schon Stresshormone und Spannung, kriegt man schon ganz gut los. Wenn man einen schlechten Film gesehen hat, einfach mal kurz durchschütteln. So eine ersten. Manche dehnen das aus bis zu einer halben Stunde. Ich dehne es da jetzt nur mal kurz an. Das zweite Haustier, das wir noch kennen, ist die Katze. Und die Katze, wenn die geschlafen haben, dann regeln die sich als erster Mal ganz kräftig, dass die Wirbelsäule gestreckt wird. Und viele Spannungen sitzen an der Wirbelsäule. Und was die ganz besonders mögen, ist die himmlische Maus melken. Und da geht man auf die Zehenspitzen und greift nach oben und melkt die himmlische Maus und so wird die Wirbelsäule sauber gedehnt und es macht auch noch Spaß dazu. So, weil ganz viele Blockaden sitzen auch in der Wirbelsäule und dann kann das Qi nicht absinken aus dem Kopf. Hier ist oft zu viel Lebensenergie, Qi. Und die Taoisten sagen dann, wir müssen die Energie wieder runterbringen. Aber wenn Blockaden in der Wirbelsäule sind, funktioniert das nicht. Und ein anderer Spruch ist, wir sind so jung wie unsere Wirbelsäule. Und da gibt es noch eine Wirbelsäulenatmung. Die kann man auch morgens ganz gut machen oder zwischendrin. Und man stellt sich hin, stellt sich vor, man zieht die Bettdecke über den Kopf, beugt sich, wird einen kugelrunden Rücken und dehnt sich dann wieder und streckt sich. Ich mache sie gleich mal vor. Wir ziehen die Bettdecke über den Kopf, nehmen die Ellbogen Richtung Bauch, dehnen uns und strecken uns wieder und regeln uns. Und somit gehen wir leicht ins Hohlkreuz, aber sehr sanft und wieder nach vorne und drücken. Diese Übung kann man auch rhythmisch machen, dann ist es wie ein kleiner Espresso am Tag, nur ohne Nebenwirkungen, weil durch Sauerstoff wird ganz schnell wieder der Kreislauf aktiviert. Und die sieht dann halt ein bisschen schneller aus. Und zwar und mit dieser Übung kann man sich gut aktivieren und wenn man dann Energie nach oben auch hochgeatmet hat in den Kopf, bringt man sie wieder runter mit einem Lungenlaut. Das gibt es auch so 5, 6 heilende Laute. Einer davon ist der Lungenlaut und den kann man absenkend machen. Und indem wir nach außen schön einatmen, können wir hier nach oben geht die Bewegung mit einer Einatmung und vor dem Körper gehen die Hände nach unten mit einem S-Laut, indem wir die Zunge an die Zahnreihe vorne legen und mit einem S ausatmen. Wir atmen ein. Einatmen. Da können Sie sich vorstellen, Sie nehmen den ganzen Schmerz mit aus dem Kopfbereich und senken ihn nach unten ab. Nochmal einatmen und ausatmen. Nochmal einatmen und nochmal ausatmen. Die nächste Übung ist, wir vergessen eigentlich den gesamten Kopfbereich und konzentrieren uns auf den Unterbauch. Das ist das Zentrum, wo die Lebensenergie gespeichert ist. Und da gibt es auch eine schöne Übung. Die Hände steigen mit dem Einatmen auf und mit dem Ausatmen sinken sie und bilden 2 Schalen unterhalb des Bauchnabels. Wir atmen ein. Und wieder. Aus. Dabei können Sie die Handflächen, die Finger noch Richtung Bauchnabel drehen, um noch mehr Bewusstsein in den Unterbauch zu bringen, sodass die Energie
erstmal nach oben bis zur Schulter gebracht wird und nach außen kreisförmig wieder nach unten absinkt. Einatmen und ausatmen. Und gerade Atmen ist auch ein ganz wichtiges Instrument, um Schmerz zu regulieren und wieder loslassen zu können. Da lösen sich dann Verspannungen. Und man kriegt das Bewusstsein einfach ein bisschen aus dem Kopf wieder in den Bauch mehr. Das ist auch ganz wichtig, dass man einfach den Kopf vergisst. Also man kann ja wo ganz anders arbeiten. Die andere Methode, das sind jetzt eher so körperliche Sachen, ist eine Selbstmassage. Eine Gesichtsmassage, man sagt, so 80% aller Verspannungen sitzen im Gesichtsbereich. Und warum setzt man da dann nicht an und massiert einfach ganz locker das Gesicht? Ganz wichtig dabei ist, erstmal die Hände warm reiben. Können Sie die Finger leicht abspreizen und nur die Handflächen so richtig warm reiben. Und ja, und sich dann auf die Augen legen. Und lassen Sie die Wärme einfach, das können Sie 2-3 Mal machen, Sie können auch noch ein bisschen Öl nehmen und mit dieser Hitze einfach in den Augenbereich bis tief ins Gehirn strahlen lassen. Das entspannt auch die Augen, gerade bei viel Computerarbeit löst es sehr gern so Spannungskopfschmerzen. Können Sie auch in andere Kopfstellen oder andere Bereiche, die gerade Schmerzen, hinlegen, dass einfach eine Entspannung in den Muskel kommt. Und wenn die Hände warm sind, dann kann man die Stirn noch reiben, nehmen Sie den Handballen und streifen von der rechten Seite zur linken. Mach schön die Gedanken zum Fließen bringen. Zwei, dreimal. Dann nehmen Sie den Daumen, es gibt einen Akupressurpunkt direkt an der Nasenwurzel. Und da können Sie die Denkerfalte wieder glätten, nach oben bis zum Haaransatz streifen. Auch so 3-4 Mal. Und dann gibt es unterhalb der Augenbrauen hier innen noch 2 Akupressurpunkte. Die können Sie leicht drücken. Es gibt auch eine Methode, wo Sie mit 2 Fingern hier Daumen rechts und links drücken, einmal in die Mitte und hier einen leichten Druck ausüben. Hier sich drauf zu konzentrieren. Und Sie können auch die Augenbrauen dann von diesen Innenansätzen nach außen abstreifen, 2-3 Mal an Schläfen kreisen, nochmal abstreifen. Das Ganze können Sie in Augenhöhlen noch fortführen, über die Augäpfel, unterhalb der Augen. Und so kann man das gesamte Gesicht eine schöne Entspannung bringen, was sich natürlich auf den ganzen Kopf auswirkt, wirkt und auch auf den ganzen Körper. 2 wichtige Stellen sind noch hinter den Ohren. Können Sie genau an der Ohrkuhle hinten die Finger reindrücken, ganz sanft, und am Ohransatz nach oben streifen. Da können Sie auch Energie abführen. Was auch eine sehr schöne Methode ist, ist mit den Fingern wie so ein Regen die Kopfhaut wieder aktivieren, bis hinten in den Nacken. Und einfach mit den Händen, stellen Sie sich vor, Ihr Kopfschmerz sitzt wie so grauer Schleier überhalb des Kopfes, den greifen Sie, streifen Sie ihn ab und ziehen nach hinten in den Nacken, auch übers Gesicht. Nach hinten streifen und packen den dann hinten beim Schopf und ziehen über die Hände raus und klatschen den ab. Und die andere Seite nochmal. Und da gibt es noch für einen Schmerz im Nacken hinten eine sehr schöne kurze Übung. Sie nehmen die Zeigefinger, strecken die über die Mittelfinger, das habe ich jetzt gerade in China aktuell gelernt, legen die Hände hinten an den Nackenbereich und schnippen mit einem Zeigefinger über den Mittelfinger am Ansatz von der Nackenmuskulatur und massieren die quasi so langsam nach unten. Da kommt nicht zu viel Druck drauf, aber es kommt so ein kleiner Impuls, wo die ganze Nackenmuskulatur einfach schön entspannt wird. Kann man auch, wenn man im Büro sitzt, am Computer zu lang und die gleiche Nackenposition hat, das mal kurz einlegen.
sehr entspannend. Und ansonsten ist das Entscheide eigentlich, ständig was zu tun, sodass es gar nicht erst zu Schmerzen kommt. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Entchelmeier. Ich glaube, jetzt geht es uns allen ein bisschen besser. Jetzt sind wir ein bisschen lockerer. Wer von Ihnen merkt was, dass es geholfen hat, so ein bisschen entspannter? Geben Sie es ruhig zu. Ich finde immer, ehrlich gesagt, dieser Punkt hier auf der Nasenwurzel, das finde ich, das merkt man immer gleich, dass man sich da ein bisschen entspannt, ne? Gut, also wenn Sie sich dafür interessieren, Herr Entchelmeier bietet Kurse an, auch für Schmerzpatienten im Rotkreuz-Krankenhaus und in dem neuen Kurs, der am 29. Mai beginnt, sind noch einige Plätze frei. Also wer da mitmachen möchte und das erlernen möchte, dass man das auch zu Hause noch besser anwenden kann sich da gerne anmelden. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant und inspirierend und ist bestimmt auch so was man nochmal verfolgen kann. Auch so zur Entspannung, nicht nur, wenn man Kopfschmerzen hat. Sie haben es gemerkt, ich bin jetzt hier ganz still und leise nach unten gewandert, weil ich mich jetzt mit Frau Fritsch unterhalten möchte. Frau Fritsch ist Vertreterin einer Selbsthilfegruppe und selbst betroffen von Migräne. Und ja, im Grunde muss man das schon selber erzählen, wie es einem damit geht. Außenstehende können sich das ja oft gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht können Sie uns mal sagen, wann hat das erstens bei Ihnen angefangen? Wie geht es Ihnen damit und wie gehen Sie mit Ihrer Erkrankung um? Also ich habe Migräne in den Genen von meiner Mutter gehabt. Und das erste Mal hatte ich Migräne, da war ich 48 und da war es ziemlich heftig. Aber mittlerweile hat es sich so eingependelt und ich muss sagen, dass ich circa dreimal Migräneanfälle habe in 14 Tagen und das dauert dann jeweils so 1 bis 1,5 Tag. Das ist aber ganz ordentlich, da geht Ihnen auch Lebenszeit verloren. Nein, ich habe in der übrigen Zeit habe ich sehr viel lebendige Lebensqualität und deswegen habe ich da auch einen ganz guten Ausgleich. Aber ich nehme überhaupt keine Medikamente. Ich mache schon seit so 20, 22 Jahren autogenes Training und das hilft mir dabei. Und wenn es ganz heftig ist, dann habe ich halt so eine schwarze Augenbinde und ziehe mich zurück. Und dann habe ich auch die Möglichkeit und die, was wahrscheinlich selten ist, dass ich mich einfach gesund schlafe. Nur manchmal sind auch Attacken dabei, dass ich mich übergeben muss. Das ist dann nicht so lustig, aber nun ja. Aber Sie haben ja so im Vorgespräch gesagt, Sie lassen sich davon im Grunde nicht so sehr beeindrucken. Sie haben das angenommen, aber Sie sind ein positiver Mensch und im Grunde lassen Sie sich da nicht so. Also ich bin durch und durch ein positiv denkender Mensch und ein Optimist. Und ich denke mir, Schmerzen sind subjektive Wahrnehmungen. Ja? Jeder hat eine andere Schmerzempfindung. Und dann denke ich mir, Christa, nimm das nicht so ernst. Es gibt schönere Dinge. Und dann setze ich mich einfach an meine Harfe und spiele oder lese was Interessantes und versuche mich abzulenken. Und das gelingt mir meistens. Nur halt wie manchmal, wenn es ganz intensiv ist, dann liege ich einfach flach und dann schlafe ich ein paar Stunden und dann geht es. Dadurch, dass ich auch ein positiv denkender Mensch bin, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, Migräne ist auch ein guter Gewichtsregulator, weil ich dann halt einen Tag überhaupt nichts esse und so. Dafür kann ich die übrige Zeit wieder schlemmen und dann ufert meine barocke Figur nicht aus. Aber was, ja. An Ihnen kann man sich ein Beispiel nehmen, dass man bestimmte Dinge einfach so nehmen muss. Das ne? Ich denke mir, jeder hat seinen eigenen Stil gefunden und so, was die Bewegung auch betrifft. Ich bin ein bisschen eingeschränkt in meiner Mobilität, weil ich mal Kinderlähmung hatte. Aber morgens früh mache ich schon, bevor ich aufstehe, eine Stunde Gymnastik, eine halbe Stunde im Bett, damit ich leichter aus dem Bett rauskomme, eine Viertelstunde an der Bettkante und dann halt noch eine Viertelstunde Atemgymnastik. Vor dem offenen Fenster, auch im strengsten Winter, weil das zu den Spätfolgen
gehört von Polio, die Einschränkungen in der Atemwegsorgane. Aber Sauerstoff ist ja für den ganzen Körper gesund und das hilft mir sicherlich bei Migräne auch, dass ich da den Sauerstoffhaushalt auch wieder regulieren kann im Körper. Was mich noch mal so interessieren würde, ich habe selber auch eine Freundin, die unter Migräne leidet und man leidet ja da auch so ein bisschen mit, aber sie fällt halt manchmal aus, auch so, wenn schöne Anlässe sind oder so, ne, dass man reagiert irgendwie ihre Umwelt darauf, wenn sie sagen, es geht jetzt gar nicht, ich muss mich jetzt hinlegen und vielleicht morgen wieder? Also mein Umfeld, die kennen mich und dadurch, dass ich schon seit einigen Jahren Migräne habe, ist das eigentlich bekannt. Und wenn ich Termine vereinbare, dann immer unter Vorbehalt, wie es mir halt geht. Nicht? Und ich denke mir, wenn Menschen das nicht verstehen, dann haben die ein Problem und nicht ich. Sehr schön. Nehme ich das nicht, sondern ich muss einfach dann Abstriche machen und so, nicht? Und dass ich dann halt so 2 oder 3 Stunden vor dem Treff dann mich melde, tut mir leid, heute geht's nicht und dann muss ich halt abtelefonieren. Ne? Ja, super. Frau Fritsch, wie Sie damit umgehen, ist ganz, ganz toll. Sicherlich auch so ein Mutmachbeispiel, wie man das einfach auch bewältigen kann und damit umgehen kann. Ja, also ich denke mir, man hat ja auch eine migränefreie Zeit und die muss man dann halt positiv auch so quasi ausnutzen. Und ich finde es nicht gut, wenn man sich dann immer, ich armes Haschel, ich trage das Heil der Welt davon und so weiter und was bin ich geprüft und geplagt und so, davon halte ich nichts. Das nimmt zusätzliche Kraft weg und ja, das ist nicht so meine Art. Wunderbar. Vielen Dank, auch vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind heute. Darf ich noch was sagen? Also wir haben ja schon einige Male die KISS erwähnt. Also es gibt hier in Kassel auch eine Selbsthilfegruppe für Migräneerkrankte, dass die so quasi auch lernen, mit der Migräne umzugehen. Jeder hat ja einen eigenen Stil und dann muss man sich halt ganz neu kennenlernen. Vielleicht hilft die Selbsthilfegruppe dabei und dann gibt es noch eine Selbsthilfegruppe mit halt chronischen Schmerzen. Vielleicht kann man da sich auch den einen oder anderen Tipp suchen. Auf jeden Fall. Unsere Mitglieder von den Selbsthilfegruppen sind richtige Experten, was ihre Erkrankung angeht und also gerade was eben wirklich auch so Hilfe zur Selbsthilfe, sich austauschen miteinander, Ratschläge auch auszutauschen. Das tut unheimlich gut und da profitiert sicherlich jeder von. Ja, und das ist auch erwiesen, wissenschaftlich und auch medizinisch, dass diejenigen, die in einer Selbsthilfegruppe organisiert sind, viel seltener krank sind, ja, und Fehltage haben, als diejenigen, die so quasi im stillen Kämmerlein sich alles mit alleine mit sich austragen und so. Das ist wirklich ein Fakt, ne? Ist erwiesen. Haben Sie recht, so ist es und vor allem es ist ja auch so, dass viele Gruppen dann beispielsweise auch Fachleute, Ärzte einladen, Therapeuten und sich schlau machen und sich gegenseitig austauschen, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und mittlerweile haben die Selbsthilfegruppen sogar einen guten Ruf bei Ärzten. Das war am Anfang auch nicht ganz leicht und so wie man wurde selbstständiger und auch mündiger und das war halt so irgendwie schon ein Lernprozess für beide Seiten, Ärzte und halt auch die Patienten. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und dass beide Seiten so doch zusammenkommen. Und das ist ja auch eine positive Entwicklung, finde ich. Auf jeden Fall. Und das ist auch genauso, wie Sie sagen. Und die KISS ist 25 Jahre alt. Da sehen Sie, da ist jetzt schon mehr als 2 Jahrzehnte, ist man da aufeinander zugegangen und hat voneinander gelernt. Und das war auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Das sehen jetzt auch alle Seiten, ganz bestimmt. Und die Migräne-Selbsthilfegruppe draußen hat einen Tisch bei der KISS. Da finden Sie noch auch weiteres Informationsmaterial. Vielen, vielen Dank, Frau Fritsch. Ich stehe jetzt mal auf und frage mal, ob es hier Fragen gibt im Publikum. Ja, danke schön Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben hoffentlich Fragen mitgebracht,
die Sie noch loswerden wollen, die können Sie einmal hier loswerden. Ich sage Ihnen auch, wenn unsere Veranstaltung vorbei ist, sind unsere Referenten aber auch bereit, vielleicht noch die ein oder andere persönliche Frage zu beantworten. Ich bin gespannt, hier war eine Meldung. Ich gebe mal gerade, haben wir ein Mikro noch oder sonst gebe ich Ihnen mal meins? Ich denke, ich habe der Laune. Da kommt es, es kommt. Schönen guten Abend, mein Name ist Strohhal, ich komme aus Groß-Almerode und ich habe eigentlich eine ganz einfache Frage an die drei Mediziner, die uns heute super Vorträge gehalten haben. Ich habe nur eine einfache Frage und zwar, können Sie mir ganz einfach erklären, wo kommt die Migräne her, das Zusammenspiel zwischen Migräne und Kopfschmerz habe ich wohl verstanden, aber die Migräne muss ja eine Ursache haben. Dafür, für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar. Dankeschön. Da muss man sagen, das ist keine einfache Frage, weil die können wir Ihnen nicht genau beantworten. Es gibt verschiedene Theorien, wo die Migräne herkommt. Man geht davon aus, dass gewisse Botenstoffe in den Gefäßen dazu führen im Gehirn, dass sie sich etwas zu weit ausdehnen und damit einen Schmerzreiz setzen. Unter anderem im Bereich der Hirnhaut, die sehr schmerzempfindlich auch ist. Das sind aber alles Theorien. Zu unserer Entschuldigung muss man dazu sagen, es gibt viele Krankheiten, wo wir gar nicht wissen, wo die herkommen. Ja? Auch der arterielle Hypertonus, also der Bluthochdruck, ja, hat zwar Risikofaktoren, aber nach meinem Kenntnisstand wissen wir, so bei 90% der Patienten nicht, wie er direkt entsteht. Also es gibt keine Erklärung dafür, keine gute und sichere. Andererseits ist ja viel wichtiger, dass man eine Therapie hat. Also mir ist immer eine Krankheit lieber, bei der ich zwar nicht ganz genau weiß, wo sie herkommt, die man aber ein Stück weit therapieren kann, als dass man sagen kann, wir haben zwar eine eindeutige Ursache, herzlichen Glückwunsch, aber wir haben keine gescheite Therapie. Vielen Dank. Ja, gibt es weitere Fragen? Weitere Wortmeldungen hier vorne. Der Herr, jetzt müssen wir das Mikro zu. Genau. Ja, guten Abend, mein Name ist Rolf. Ich komme aus Fuldatal und bin soweit gesund, habe also derartige Probleme nicht durch gute Ernährung und ausgeglichenen Lebensstil. Gleichwohl interessiert mich das Thema und ich würde gerne in Erfahrung bringen, wie sich denn diese Aura gestaltet, die vor der Migräne auftritt. Dankeschön. Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Die Aura gehört praktisch zum Patienten, die ist ganz individuell. Ja, es gibt Patienten, die haben eine Aura vor den Augen, das heißt, sie sehen Lichtblitze oder sehen etwas verschwommen, sehen etwas verzerrt. Es gibt andere Patienten, die haben ein Kribbeln in einem Arm zum Beispiel. Es gibt Patienten, die haben eine Sprachstörung. Im Grunde ändert sich die das Leben lang nicht oder es ist selten, dass sich das ändert. Und jede Aura ist unterschiedlich. Also ich bin auch immer wieder überrascht bei Patienten, dass es mal wieder was Neues ist, was ich höre. Kann man denn, da würde ich noch mal gerne nachfragen, wenn ich jetzt merke, also ich weiß ja nicht, wie lange vorher diese Aura sich bemerkbar macht, aber wenn die dann auftritt, kann ich dann sozusagen, wenn ich weiß, dann kommt die nächste Migräneattacke, könnte ich dann zum Beispiel gleich so ein Medikament, ein Triptan nehmen, um das aufzufangen? Oder ist es dann besser, ich lege mich erstmal hin oder lege mir einen kalten Waschlappen auf die Stirn? Oder kann ich dann noch irgendwas tun, wenn das kommt? Also der richtige Moment ist manchmal sehr schwer zu finden, weil wir unterscheiden die Prodromalphase, also die Vorphase, wo es Gereiztheit gibt, manchmal Heißhungerattacken, dann kommt die Aura und dann kommt der Kopfschmerz erst, dazwischen noch häufig die Übelkeit. Und eigentlich sagt man, wenn der Kopfschmerz einsetzt, sollte man das Medikament nehmen. Es gibt aber auch Patienten, die nehmen es schon in der Aura, auch um die Aura zu unterdrücken, weil die unangenehm ist. Aber eigentlich sagt man, in dem Moment, wo die Aura in die Kopfschmerzen übergeht, sollte man das Medikament nehmen. Man muss noch hinzufügen, es gibt spezielle Migräneformen, das nennen wir Basilaris-Migräne zum Beispiel, das ist ganz selten, aber da ist die Aura zum Beispiel, kann eine Bewusstlosigkeit sein. Da ist es verboten, zum Beispiel das Triptan einzunehmen bereits während der Aura. Das sind aber spezielle Unterformen. Also man muss sich dann selber so ein bisschen kennenlernen und auch in Rücksprache mit dem Arzt dann gucken, wie gehe ich damit um. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite? Ja, hier vorne. Das Mikro kommt.
Also ich selber bin auch Aura-Patient, habe das aber fast jeden dritten oder vierten Tag, habe aber danach keine Kopfschmerzen. Das belastet mich halt an der Arbeit. Ich wollte mal fragen, ob das üblich ist oder normal ist, was, dass man das so oft bekommt. Also dann haben Sie nur die Aura und... Ja. Mhm. Ganz, also manchmal habe ich Kopfschmerzen, aber ganz selten mehr die Aura. Mhm. Also das ist ziemlich selten. Wir haben Patienten, die eine Migräne mit Aura haben, wo man die Migräne ganz gut wegbehandelt und dann bleibt die Aura übrig. Das nennen wir dann Migräne zur Migräne, also Migräne ohne Migräne. Aber gegen die Aura ist es sehr schwierig, was zu machen. Gerade wenn sie unangenehm ist, da gibt es keine Medikamente, die da gut helfen. Man kann nicht medikamentöse Verfahren nehmen, also auch Pfefferminzöl sowas oder ein Entspannungsverfahren. Ist aber sehr schwer. Vielleicht noch mal eine Frage an Herrn Entchelmeier. Wir haben ja jetzt Ihre Übung gemacht. Sie haben ja, machen das ja schon öfter, diese Kurse mit Schmerzpatienten. Haben Sie denn gute Erfahrungen gemacht, dass das da ganz gut hilft? Müssten wir vielleicht nur mal gerade das Mikro rüberreichen? Also gerade bei Migränepatienten habe ich sehr gute Rückmeldung gekriegt, dass die Gesichtsmassage doch einiges gelöst hat und teilweise auch zur Linderung und Schmerzfreiheit geführt hat. Also auf jeden Fall was man auch noch dazu versuchen sollte. Auf jeden Fall. Okay. Ist sehr ergänzend. Schön. Gibt es weitere Fragen? Ja, hier vorne. Mein Name ist Karl Schöberl, ich komme aus Kassel. Vorher sind die Triptane schon angesprochen worden. Meine Erfahrung ist, dass so ein Triptan zwar einen Migräneanfall ganz gut abbiegen kann, aber diesen Migräneanfall im Grunde nur verschiebt um ein oder zwei Tage und dann tritt dieser Migräneanfall wieder auf. Während, wenn ich einen Migräneanfall durchstehe, ist eine schmerzfreie Zeit wesentlich länger hinterher. Ist dieses Phänomen bekannt? Ist es verbreitet oder ist die Dosis der Triptane vielleicht zu niedrig? Vielleicht können Sie mal da eine Antwort geben. Interessante Frage, Dankeschön. Also das ist möglicherweise das Problem, dass das Triptan nicht lang genug wirkt, was Sie nehmen. Da gibt es auch ganz kleine marginale Unterschiede. Es gibt Triptane, wo man zumindest sagt, da ist die Möglichkeit da, dass die etwas länger wirken, spezielle von speziellen Herstellern, und es gibt etwas kürzer wirksame Triptane. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass Sie eins von den etwas möglicherweise länger wirksamen Triptanen nehmen. Viel andere Lösungsmöglichkeiten sehe ich nicht. Wahrscheinlich ist aber auch einfach die Wirkung des Triptans nach einem Tag dann nicht mehr da und Sie müssen einfach nochmal ein zweites Triptan nehmen. Ansonsten, so wie Sie schildern, die Symptomatik, Sie fragten ja auch, ob das was Häufiges ist, nicht so häufig gehört bisher. Vielen Dank. Hier vorne war, genau, da hinten war eine weitere Frage. Ich leide unter Migräne und ich würde gerne wissen, bei mir ist das Problem, ich weiß nicht, wenn die Kopfschmerzen anfangen, nehme ich dann erstmal zur Vorbeugung, damit die weggehen, Kopfschmerztabletten, also AS, oder das probiere ich meistens, aber nach einer Stunde wirkt es dann nichts und dann haue ich mir die Migränetabletten rein. Was ist richtig, was ist falsch? Das ist schwer zu beantworten. Also die Richtlinien sagen, bei einer leichten bis mittelschweren Migräneattacke sollte man erstmal zum Beispiel Aspirin oder Ibuprofen probieren, da helfen die gut. Bei einer schweren Attacke eher ein Triptan. Das ist natürlich Kunststück jetzt zu sagen, wenn das so kommt, ist das jetzt eine leichte oder eine schwere Attacke. Insofern kann ich Ihr Problem gut verstehen. Ja, Sie können versuchen, mit dem Kopfschmerzkalender rauszufinden, ob da irgend so ein Rhythmus drin ist, ob Sie merken, wenn zum Beispiel die Übelkeit sehr früh kommt oder eine Aura oder so kommt, dass es dann eine schwere Attacke ist, dass Sie dann entsprechend mit dem Triptan reagieren. Aber das ist sehr schwer, das rauszufinden. Und Sie haben schon recht, viele Patienten nehmen dann erstmal Aspirin und dann werfen sie noch ein Triptan hinterher, wo man sich fragt, eins von beiden hätte ich mir sparen können. Das Problem ist auch, dass Sie Zeit verlieren. Also klar, mal jeder muss so seine eigenen Erfahrungen sammeln und vielleicht doch einschätzen, was ist eine leichte oder schwere Attacke. Das Problem bei einer schweren Attacke ist dann aber ganz klar, Sie nehmen erst ein Medikament, was weniger wirksam ist, verlieren damit Zeit, weil Sie warten ja dann ein, zwei Stunden, ob es Ihnen hilft. Und dann sind die Aussichten, wenn Sie dann das Triptan nehmen, deutlich geringer, dass das Ihnen noch hilft. Wenn Sie es als am Anfang genommen hätten, dann ist einfach die Chance, dass es wirkt, wesentlich größer. Das heißt, ich nehme von vornherein vielleicht doch gleich die Migräne, ich nehme Migrano Top, glaube ich heißt es, und dann lieber gleich die und die Kopfschmerztabletten erstmal lassen. Ja, schwierig so zu beantworten. Wenn Sie die Erfahrung gemacht haben, dass das normale Analgetikum Ihnen doch häufig hilft und ausreicht,
dann kann man es natürlich erstmal so probieren. Aber so einen Grundsatz zu machen, erst ein normales Analgetikum, weil es ist ja die vielleicht nebenwirkungsärmere Tablette, zu warten und nach 2 Stunden Triptan zu nehmen, das so grundsätzlich zu machen, ist auf jeden Fall, denke ich, ein Fehler. Weitere Fragen, genau. Schönen guten Abend, mein Name ist Manuel Elgömisch, ich bin etwas nervös. Ja, ich habe meine Migräne ungefähr seit dem 10. Lebensjahr und habe eben später noch, ja, ich müsste jetzt lügen, so seit 5 oder 10 Jahren noch Spannungskopfschmerzen dazu gekriegt. Gegen den Spannungskopfschmerz hilft mir normalerweise Amitriptylin, ich darf sie nur nicht vergessen, die nehme ich also täglich. Und meine Frage ist eigentlich, ja, ich habe meine Migräne jetzt, wie gesagt, ja, knapp 40 Jahre, kann ich davon ausgehen. Und ich bin der Meinung, meine Migräne hat sich verändert. Also ich hatte früher so einfache Sachen wie ein heißes Bad oder so, wo es eigentlich dann besser wurde oder so. Das sind die Sachen, die immer noch in meinem Kopf sind, die schlagen aber nicht mehr an. Kann es sein, dass sich im Laufe eines Lebens die Migräne wirklich so verändert? Die Trigger sind eigentlich gleich geblieben. Also von daher, das kann ich ganz gut einschätzen und so. Und ich habe auch dann, wenn ich Migräne habe, Heißhunger auf Käse und Schokolade und Fressanfälle, sage ich jetzt ganz einfach mal, weil es ist wirklich so. Ja, das ist eigentlich meine Frage. Kann sich die Migräne in 40 Jahren oder im Laufe des Lebens ändern? Interessante Frage, vielen Dank. Also die Lehrbücher sagen, dass die Migräne gleich bleibt. In den Lehrbüchern steht aber auch drin, die fängt in der Pubertät an und hört mit den Wechseljahren auf oder wird zumeist schwächer. Stimmt aber nicht. Viele haben es früher als Kinder schon oder entwickeln es später, erst mit 40 Jahren die Migräne und nach den Wechseljahren wird es sogar schlimmer. Also jede Migräne ist ganz unterschiedlich und es kann sein, dass sie sich im Laufe des Lebens durch Hormonumstellungen, Schwangerschaft zum Beispiel oder auch Wechseljahre verändert. Das kann gut sein. Wenn es sich aber komplett ändert, also wenn ein ganz neuer Kopfschmerz dazukommt, den Sie vorher überhaupt nicht kannten, das wäre ein Punkt, wo Sie dann zu Ihrem Arzt gehen sollten und sagen, hier habe ich was, das ist keine Migräne mehr, schauen Sie bitte nach. Weil das könnte tatsächlich dann ein sekundärer Kopfschmerz sein bei irgendwas, was in den Kopf nicht reingehört zum Beispiel. Ja, aber das, was Sie beschreiben, würde ich jetzt noch mit der normalen Änderung im Verlauf des Lebens dann interpretieren. Es gab weitere Fragen da hinten. Ich glaube, Sie waren schon da auf dem richtigen. Gut, Sie, dann nehmen wir Sie jetzt erst dran. Genau. Hier vorne? Hier sind Fragen. Hier vorne. Genau. Und dann genau. Okay. Hoher Blutdruck weitet die Blutgefäße aus. Und wie Sie gerade gesagt haben, die Hirnhaut ist sehr schmerzempfindlich. Wenn die Blutgefäße an die Hirnhaut stoßen, können das dann auch Kopfschmerzen auslösen. Durch hohen Blutdruck. Also hoher Blutdruck macht prinzipiell meistens gar nichts, aber kann natürlich Gott sei Dank auch oft Kopfschmerz auslösen, weil wir froh sind, wenn wir dadurch die Patienten erfassen, die einen hohen Blutdruck haben. Also so mechanisch, dass die Gefäße an die Hirnhaut stoßen, kann man sich wohl nicht vorstellen, sondern der Druck, der durch die Gefäße kommt, die Gefäße machen halt einen Gefäßschmerz, genauso wie man sich Migräne erklärt durch erweiterte Gefäße. Aber das geht nicht mechanisch, dass die da irgendwo gegendrücken. Also ich glaube, so bildlich darf man sich das nicht vorstellen. Aber also hoher Blutdruck macht häufig Kopfschmerz. Dankeschön. Ja, glücklicherweise, dann genau, dann merkt man es. Jetzt haben wir, genau, hier eine Frage. Da ist die Frage. Also ich habe selbst auch Migräne, aber ich wollte mal genau den Unterschied zwischen dem normalen Migräneanfall und also gibt es einen Unterschied zwischen einem einzigen Migräneanfall, der vielleicht nur über einen kurzen Zeitraum geht, oder die Migräne, die über einen längeren Zeitraum geht? Also wie ich sagen will, muss man da nochmal einen konkreteren Unterschied machen in der Migräne an sich? Migränekrankheit oder Migräneanfall? Also wenn das nur so sporadisch dann stattfindet oder wenn es einfach was ist, was öfter... Genau. Ja, genau. Also von der Definition ist eine Migräne immer eine episodische Migräne, das heißt, die taucht auf und hält Stunden bis maximal 3 Tage an. Alles, was länger ist oder häufiger ist, wird dann als Komplikation gewertet. Und eine Komplikation wäre, der Kollege hat es schon gesagt, der Status Migränosus. Da können Sie eine Woche lang die gleiche Migräne haben, ohne dass die weggeht.
Eine andere Komplikation wäre die sogenannte chronische Migräne. Die chronische Migräne ist definiert mit 15 Kopfschmerztagen pro Monat, von denen mindestens 8 Migränetage sind. Und das wäre wiederum etwas, was eine andere Migräneart ist, nämlich die Migränekomplikation namens chronische Migräne. Und da muss man anders drauf reagieren, genauso wie man bei diesem eine Wochenschmerz, dem Status Migränosus, auch anders reagiert mit anderen Medikamenten. Okay, ist okay? Dankeschön. Ja. Mhm. Noch mehr. Gut, Fragen? Jetzt sind wir gerade hier immer noch mehr. Seit ich 13 bin, habe ich ständig Kopfschmerzen. Und dann war ich bei einem Professor in Behandlung. Und da war ich auch in Heidelberg an der Universität sogar. Da wurde ich untersucht. Und ich hatte auch dreimal sogar eine Lumbalpunktion bekommen. Aber es ist wirklich nichts rausgekommen. Ich habe einfach trotzdem weiterhin meine Kopfschmerzen dauerhaft. Aber es wurde halt keine Ursache gefunden. Ich hatte... Es könnte eben auch ich habe eben auch diesen Hörverlust, seit ich Kleinkind bin, ob das damit irgendwie zusammenhängt. Ja, und eben jetzt, seit ich 13 bin, diese Kopfschmerzen. Ich möchte halt einfach eine Sicherheit haben und auch wissen, woran es liegt. Und ich möchte eben auch gegen angehen. Diese ganzen Tabletten, die ich da schlucke, was soll ich da eigentlich machen? Ja. Und ich bin jetzt schon 80 Jahre alt. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eigentlich auch exemplarisch nochmal dafür, dass Kopfschmerz eben auch Angst machen kann. Auch wenn man dann vielleicht dann nicht eine Diagnose bekommt und im Grunde, ich sag mal, gerade so, vielleicht auch gerade, weil es der Kopf ist. Ne? Was macht man dann? Also es ist ja eigentlich etwas, was wir sehr häufig erleben, dass Patienten auch gerne eine fassbare Ursache für ihr Symptom haben wollen. Wenn man dann sagt, okay, das ist ein Symptom, aber irgendwie ursachenmäßig können wir es ihnen nicht genau sagen, da sind Patienten oft beunruhigt. Man muss ja nochmal dazu sagen, 90% der Kopfschmerzen mindestens sind primäre Kopfschmerzen. Das heißt, man stellt eine Diagnose, aber man kann es jetzt nicht fassen mit einem Bild oder Ähnlichem. Wenn man jetzt natürlich jetzt nochmal eine genaue Diagnose stellen möchte, das werden wir hier, glaube ich, nicht hinkriegen. Dazu bedarf es eben nochmal einer genauen Kopfschmerzanamnese. Wie sieht der Kopfschmerz aus? Welche Qualität hat er und so weiter? Die Geschichte mit der Lumbalpunktion, die zeigt ja, dass man da nach einem symptomatischen Kopfschmerz geschaut hat. Ja, genau, und dreimal war das. Genau, dreimal Lumbalpunktion, das ist ziemlich viel schon, muss man sagen. Das zeigt mir auch, dass da eine gewisse Hilflosigkeit damals war, ist ja schon lange her. Was ist es für ein Kopfschmerz? Ja, normal reicht eine Lumbalpunktion. Aber da jetzt nochmal genauer zu gucken und dem Kind einen Namen zu geben, das ist ja immer ganz wichtig. Dazu braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit. Das kann man vielleicht nachher nochmal besprechen. Interessant war in dem Zusammenhang noch die Frage, ob es eventuell mit der Gehörlosigkeit zusammenhängen kann, ne? Ob das ein Grund sein kann. Also da ist mir direkt nichts bekannt, muss ich sagen. Ich habe ja auch einige gehörlose Patienten, auch wegen anderer Symptome, dass da jetzt Kopfschmerzen insgesamt jetzt deutlich häufiger sind als bei Menschen mit normalem Gehör, ist mir so, würde ich jetzt erstmal sagen, nichts bekannt. Okay, danke schön. Also wie gesagt, wenn Sie persönliche Fragen haben, können wir auch das ein oder andere sicherlich noch im Gespräch hinterher klären. Ja, da hinten waren noch Fragen. Ja, ich habe eine Frage zu den Triptanen. Es gibt ja seit einiger Zeit die freiverkäuflichen Triptane. Sehen Sie Unterschiede oder vielleicht sogar Nachteile gegenüber den rezeptpflichtigen Triptanen? Also das Medikament, was freiverkäuflich ist und das, was rezeptiert werden muss, hat an sich keinen Unterschied. Das sind beides wirksame Triptane. Wir als Neurologen und Schmerztherapeuten sehen kritisch, dass die halt frei erhältlich sind, weil so die Gefahr natürlich größer ist, dass sie einen Triptan-Übergebrauch bekommen, weil sie es immer in der Apotheke kriegen und nicht der Arzt nochmal als Kontrolleur zwischengeschaltet ist. Auf der anderen Seite, bei Aspirin und Co. haben sie das gleiche Problem auch. Ja, mir wäre im Grunde lieber, alle wären rezeptpflichtig. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich nochmal ein wichtiger Einwand, dass man sagt, mit allen Schmerzmitteln sollte man wirklich sehr vorsichtig umgehen, beispielsweise Paracetamol oder so. Also das macht
auch Leberschäden oder so. Also man sollte dann einfach wirklich im Zweifelsfalle, gerade wenn man es öfter mal benutzt, auf jeden Fall den Arzt fragen. Gab es weitere Fragen da hinten? Hatte ich vorhin noch Hände gesehen? Ja, okay. Also ich denke, ein Problem an den freiverkäuflichen Triptanen ist, dass die in der Dosierung sehr viel niedriger sind als die, die wir aufschreiben. Und dadurch halt, wenn der Patient eine Tablette nimmt, häufig auch keine Wirkung hat, weil er nicht weiß. Also die meisten Patienten gucken nicht drauf, hat 100 oder 50 Milligramm oder so. Und dann nehmen, denken die, ach, das ist mein Triptan, kaufen das halt und stellen fest, es wirkt nicht. Und dabei ist es einfach furchtbar niedrig dosiert. Ja, danke schön. Gibt es weitere? Ja. Meine Frage ist, ich habe das erste Mal Sumatriptan 50 Milligramm bekommen und habe damit eigentlich auch bestimmt 12 Stunden lang Pause, Ruhe gehabt mit der Migräneattacke. Inzwischen ist es so, das Medikament wirkt jetzt nur noch so 3-4 Stunden. Gewöhnt sich mein Körper jetzt mittlerweile an diese Dosis? Muss ich jetzt demnächst immer höher gehen damit? Also es gibt immer wieder Berichte darüber, dass die Wirkung nachlässt bei Triptanen, obwohl es kein typisches Medikament ist, wo man sich dran gewöhnt. Aber in Ihrem Fall würde man überlegen, ist es notwendig, ein starkes Medikament mit einer raschen Wirkung zu haben oder ist es ähnlich wie bei der Frage eben sinnvoll, ein Medikament zu haben, das möglichst lange wirkt, damit der Wiederkehrkopfschmerz nicht kommt. Und das muss man dann umstellen und muss schauen, ob ein anderes Medikament möglicherweise günstiger ist. Es gibt sehr viele Triptane, die im Grunde eine ähnliche Wirkung haben, aber von der Wirkdauer und dem Zeitpunkt des Wirkeintritts unterschiedlich sind. Und da muss man so ein bisschen mitspielen und schauen, welches ist das Beste. Und das würde ich Ihnen auch empfehlen, mit Ihrem Arzt abzusprechen, ob ein anderes Medikament oder eine höhere Dosis vielleicht günstiger ist. Ja, es gibt ja Sumatriptan von, ich weiß nicht, 5, 6 verschiedenen Herstellern. Soll ich eine andere Firma, eine andere Marke ausprobieren? Ich würde ein anderes Triptan nehmen. Okay. Danke. Ein oder zwei Fragen können wir noch. Dann gibt es noch, hier vorne ist noch mal eine Wortmeldung und dann noch zwei schaffen wir noch. Sie waren so tapfer und wir haben uns zwischendurch aufgelockert, hier dann schaffen wir auch noch zwei Fragen. Ich habe regelmäßig bei Neumond Kopfschmerzen, meistens 3 Tage vorher. Aber Tabletten, wenn ich jetzt aufwache und habe schon Kopfschmerzen, helfen keine Tabletten. Aber abends 18, 19 Uhr ist es mit einem Schlag weg. Wie kann ich das begreifen? Das ist doch nicht normal. Das ist auch eine interessante Frage. Da hatten wir übrigens mal eine Umfrage zu, ob es das gibt tatsächlich, dass mondabhängig sich Beschwerden einstellen oder so. Was sagen die Wissenschaftler immer? Nein. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Sie sagen. Also um diese Frage muss ich mich auch ein bisschen rumdrücken, genauso wie es viele Leute gibt, die sehr wetterfühlig sind, was sich eigentlich wissenschaftlich auch nicht richtig erklären lässt. Ich denke, das sind so Sachen, da wird wahrscheinlich irgendeinen Grund für geben, also ich kann es medizinisch nicht erklären. Ich frage mal meine Kollegen, vielleicht wissen die mehr, die sind Fachärzte. Also es wird immer wieder berichtet, aber in allen Studien zeigte sich kein Effekt. Ich kann es auch nicht erklären, aber es gibt das Phänomen und es gibt es bei verschiedenen Beschwerden, es ist jetzt nicht für eine Kopfschmerzart typisch. Ich finde viel wichtiger auch, dass man jedes Symptom ernst nehmen muss, auch jede Nebenwirkung, auch wenn man sie noch nie gehört hat. Und auch die Frage jetzt mit dem Neumond muss man ernst nehmen. Erklären kann ich es auch nicht, aber wichtig ist ja erstmal so ein bisschen Frage, wie kann das sein? Ja? Aber wichtig ist, dass man es ernst nimmt und dann überlegt. Aber eine gute Antwort, schwierig. Ich sage Ihnen mal, wie die Umfrage, ne, das hatten wir dann bei HNO Online und dann konnten die Leute anklicken, haben sie Beschwerden oder Schlaflosigkeit und sowas bei Vollmond. Und da waren, also eine große Mehrheit hat gesagt, ja, also ulkig. Und wie gesagt, die Wissenschaft sagt, es gibt nichts, was das bestätigt, aber manchmal ist das so und ja, muss man auf sich selber hören. Hier. Wir haben noch eine einzige Frage und dann wird die Zeit ein bisschen knapp. Also seit ich jugendlich bin, habe ich immer mal wieder Kopfschmerzen. Und wenn ich mich bewege, dann werden die Kopfschmerzen auch stärker. Und es war immer so schwankend, mal wurde es mehr, mal wurde es weniger. Und aktuell habe ich wirklich wieder ganz, ganz starke Schmerzen und Anfälle. Und letztes Jahr war ich sogar beim Neurologen deswegen, wurde untersucht. Und da wurde halt gesagt, es wäre eine Migräne. Ich habe ein Rezept bekommen,
Und ich habe selbst ein bisschen gezweifelt, ob das wirklich das ist, was mir hilft, ob ich wirklich Migräne betroffen überhaupt bin. Ich habe das Rezept einfach dann in Müll getan. Also ich habe irgendwie diesen Arzt dann nicht richtig ernst genommen oder auch mich nicht ernst genommen gefühlt. Und dann war ich ein Jahr später beim Orthopäden, weil ich halt die Vermutung hatte, irgendwie von der Wirbelsäule oder irgendwas, dass ich vielleicht Sport bekommen würde oder Akupunktur, irgendwas gegen die Kopfschmerzen. Und ich hatte wirklich schon ein Jahr lang immer diesen Kopfschmerz einfach. Also keine Übelkeit, nichts, einfach nur diese Kopfschmerzen. Und ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Und jetzt ist die Frage, war das wirklich eine richtige Entscheidung von dem Arzt damals, der meinte, es wäre wirklich eine Migräne? Oder soll ich nochmal einen anderen Experten aufsuchen? Oder was meinen Sie? Nochmal die Nachfrage, haben Sie das Medikament genommen? Haben Sie das Triptan genommen? Nee, habe ich gleich ganz in den Müll geworfen, okay. Das Rezept. Also Sie haben es nicht versucht? Mhm. Nein. Also ich denke, das ist was, was man hier nicht so klären kann, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass um Kopfschmerz zu klären, wirklich eine gute Anamnese, also es würde bedürfen, dass man Ihnen erstmal richtig zuhört und nochmal diese ganzen Situationen klärt. Also ich glaube, das kriegen wir hier jetzt nicht hin, weil das kann man hier im Podium so nicht diskutieren. Da geht es ganz individuell um Ihren Kopfschmerz. Und wenn der Kollege, der Neurologe gemeint hat, es ist eine Migräne, mag vielleicht was dran gewesen sein, das müsste man dann nochmal in Ruhe klären. Die Frage zeigt ja auch was ganz Deutliches. Also wir Ärzte dürfen überhaupt nicht davon ausgehen, dass der Patient all das macht, was wir ihm sagen. Ist auch untersucht, das nennen wir Compliance, ja, und wir wissen das auch. Wichtig ist natürlich, dass Sie als Patient auch einen Arzt haben und das kann bei dem einen Patienten zwischen Arzt und Patient gut funktionieren und beim nächsten schlecht, dass Sie auch davon überzeugt sind, dass was er Ihnen sagt und empfiehlt, dass Sie auch ein Stück daran glauben. Auch darüber gibt es Untersuchungen, dass ein Medikament, was statistisch eigentlich wirksam ist, aber auch nur gut hilft, wenn der Patient mit einer positiven Grundeinstellung das sozusagen einnimmt. Das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Ich hoffe, Sie waren nicht bei mir, ich weiß es nicht. Aber gehen Sie einfach vielleicht nochmal woanders hin, weil die Kopfschmerzen sind ja ein Problem und sollten schon behandelt werden möglichst. Ja, im Grunde war das ein sehr schönes Schlusswort schon fast. Also man soll dann, denke ich, auch nicht aufgeben und gucken, dass man einen Weg findet, für sich, vielleicht auch abgesehen von der ärztlichen Behandlung, guckt, was einem sonst noch hilft. Vielleicht haben wir Ihnen da Mut gemacht und Ihnen auch Anregungen heute Abend mitgegeben. Ja, wir sind am Ende. Ich hoffe, Sie haben, wie gesagt, können vieles mitnehmen an Erkenntnissen von diesem Abend. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen, falls Sie jetzt denken, ach, es ist heute Abend doch so an mir vorbeigerauscht oder Sie wollen es nochmal empfehlen, Sie können sich die Aufzeichnung von heute Abend im offenen Kanal angucken, am nächsten Dienstag um 19 Uhr. Und wer keinen offenen Kanal empfängt, kann beispielsweise auch unter www.gesundheitimgespräch.de sich das Video nochmal anschauen. Die nächste Veranstaltung Gesundheit im Gespräch findet statt am 5. Juni und das Thema ist diesmal das Zappel-Philipp-Syndrom, ADHS, unter anderem auch bei Erwachsenen. Die Veranstaltung hatten wir letztes Jahr auch schon mal und die war so gut besucht, dass wir uns entschlossen haben, das gerade nochmal anzubieten. Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse, auch dass Sie uns so tapfer und geduldig zugehört haben. Ganz großes Dankeschön an unsere Referenten, an Sie, Frau Fritsch. Und ich möchte Sie auch ermutigen, nochmal, wenn Sie rausgehen, gucken Sie nochmal am Stand, erstens mal von der Selbsthilfegruppe, vielleicht finden Sie da noch das ein oder andere. Und auch vielleicht von der IKK Klassik, dort finden Sie ganz viel Informationsmaterial zum Thema Organspende. Liegt mir auch besonders am Herzen, einfach, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Ob man spenden möchte, ob man nicht. Auch das kann man da erklären. Wichtig ist, dass man seinen Willen bekundet, denke ich. Und ja, ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.